Moin Leute, der Marc. So, an den Blick hier habt ihr euch so ein bisschen schon gewöhnt, ne? Das ist mein Wohnmobil. Aber da müsst ihr euch jetzt wieder ein bisschen entwöhnen, denn das Wohnmobil wird verkauft. Ja, der eine oder die andere von euch wissen, habe ich gut gemacht, ne? Der eine oder die andere, ja voll durchgegendert von vorne bis hinten. Ne? Der eine oder die andere von euch können sich erinnern, kennen die Geschichte so ein bisschen von mir und von uns. Wir kommen aus dem VW-Bus und sind vom VW-Bus zum Kastenwagen gekommen, weil halt im VW-Bus irgendwann einfach viel zu viele Leute mitfahren wollten. Ne? War ich ja früher mit meiner Tochter allein unterwegs und dann kam die Frau dazu, ein Hund und noch ein Hund und überhaupt, die ganzen Leute haben alle einfach nicht mehr in den VW-Bus reingepasst und dann haben wir einen Kastenwagen gekauft. Mit dem Kastenwagen waren wir dann unterwegs für, ich meine, 2 Jahre oder so in dem Dreh und irgendwann kam dieser Moment, wo meine Tochter in diesen Alkoven-Camper eingestiegen ist und den Alkoven da oben natürlich unglaublich toll fand und gesagt hat: Papa, Papa, das wird unser neuer Camper. Ja, und wie das so als guter Papa ist, ne, hast du dann einfach verloren und zückst das Scheckbuch gewissermaßen. Und dann sind wir vom Kastenwagen auf den Alkoven gewechselt. Und das war auch wirklich schön. Also so der Platz in diesem Fahrzeug ist der Wahnsinn. Du hast da hinten 2 Längsbetten drin, du kannst dich da frei bewegen, da ist ein Fernseher. Das Bett ist 2,20 Meter breit und 2 Meter lang, also du kannst dich da wirklich richtig breit machen und auch mal zu dritt drin liegen und wenn da noch ein Hund drin liegt, auch alles gut. Und ja, die dürfen bei uns auch mal ins Bett. Das ist alles überhaupt kein Thema. Wir haben da einen Fernseher reingebaut. Du kannst da hinten wirklich zu dritt liegen und abends Kinoabend machen. Mega cool. Hier vorne kannst du ganz gemütlich frühstücken, Abendessen. Die Küche ist groß. Du kannst richtig gutes Essen zubereiten. Das Kind hat mit dem Alkoven wirklich ein eigenes Zimmer quasi, also einen kompletten eigenen Bereich, wo sie sich auch wirklich einfach mal einen Vorhang zumachen kann und sagen kann: So, tschüss. Das ist wirklich alles mega cool. Das Auto ist 7,40 Meter lang, also du hast da wirklich richtig Platz. Du hast eine Dusche, die du richtig benutzen kannst, ein richtiges Badezimmer. Ne? Du kannst da hinten die Tür öffnen und hast dann ein Raumbad. Auf der einen Seite das Klo mit Waschbecken, auf der anderen Seite Dusche. Du kannst das richtig nutzen und wir haben das auch richtig genutzt. Also wir waren wirklich, kann mich erinnern, der erste Urlaub, den ich gemacht habe mit der Kurzen zusammen in dem Fahrzeug, wir nach St. Peter-Ording hochgebrettert. Und da standen wir dann 6 Tage im strömenden Regen. Da war der Weg vom Camper zum Waschhaus schon zu weit. Also haben wir das gemacht, wo ich immer gesagt habe, wird nie passieren. Wir haben eigentlich jeden Tag im Camper geduscht. Und das hat alles super funktioniert. Auf dem Caravansalon. Du hast alles mit dabei. Mein Fotoequipment. Ich habe hier einen guten Arbeitsplatz. Also es ist wirklich, der Platz ist bombastisch. Aber der Platz ist eben leider auch so bombastisch, dass uns aufgefallen ist, dass wir früher, wenn wir campen waren, den Tag eigentlich draußen verbracht haben. Und inzwischen ist es so, dass wir den Tag eigentlich hier drinnen verbracht haben. Also wir waren viel mehr drin. Wir haben uns nicht mehr die Mühe gemacht, draußen zu frühstücken. Ne? Wir haben also nicht mehr die Sachen rausgetragen, um draußen zu frühstücken. Wir haben hier drin gefrühstückt. Das war auch alles immer schön. Aber es war dann eben auch so, wenn das Wetter so mittelmäßig war, dann hast du halt auch mal einen ganzen Tag im Camper verbracht. Und ich glaube, ich verstehe das langsam, warum je größer der Camper wird, desto mehr Zeit verbringst du da drin auch. Das war das eine Thema. So, und das andere Thema ist natürlich, das ist ein großes Fahrzeug. Großes Fahrzeug heißt, du bist über 7 Meter, also 7,40 Meter bei dem Fahrzeug. Und da waren jetzt die. Also klar, ne, 4,1 Tonnen, ja logisch, da musst du halt mit Maut fahren und hast ein LKW, ne, den du da bewegst, also geringere Höchstgeschwindigkeiten. Fand ich aber gar nicht schlimm. Ich finde das Reisen, gemütliche Reisen fand ich super. Aber du hast eben ein großes Fahrzeug, so. Und bei vielen Campingplätzen ist es so, mit Fahrzeugen über 7 Meter musst du schon mal gucken, ob du da noch einen Platz kriegst. Es gibt ganz viele Plätze, wo du wirklich eine Limitierung hast, wo dann drin steht, Fahrzeuge bis 7 Meter. Ja, da bist du mit dem hier raus. Da ging uns ein bisschen die Spontanität verloren, zum einen. So, und dann ist es eben auch noch so, das Fahrzeug zu bewegen, ist schon ein Akt. Also ich will mich jetzt hier nicht beschweren. Ich habe viele große Autos gefahren in meinem Leben. Das ist jetzt überhaupt nicht das Ding. Das macht schon auch Freude, aber wie soll ich sagen,
Neulich hat das irgendeiner so nett geschrieben, ja, auf so einer Alpenpassstraße bist du mit 7,40 Meter aber sportlich. Da musst du schon ein bisschen Tetris machen, um die Kurve zu kommen. Und das ist so, also nee, fahren wir nicht jeden Tag. Natürlich fahren wir meistens Autobahn zu unserem Stellplatz oder zu unseren Urlauben. Aber ich habe halt gemerkt, irgendwie, wenn wir an Urlaubsorten waren und dann von dort aus mal Ausflüge machen wollten, oh, dann war man immer so ein bisschen behäbiger. Und das ist der Grund gewesen für uns zu sagen, das war wahnsinnig cool. Wir haben unglaublich schöne Zeiten mit dem Fahrzeug verbracht, ne? Wir haben wirklich, wir waren in Dänemark, wir waren in, ach, wie oft, wir waren ein paar Mal an der Nordsee, Italien, Frankreich, you name it. Also wir sind wirklich gut rumgekommen mit dem Auto. Haben viele Aufenthalte auch hier an den bayerischen Seen gemacht, in den Bergen und so. Ich habe viel gearbeitet aus dem Fahrzeug. Also es war alles super, hat alles prima geklappt. Aber wir haben für uns irgendwie festgestellt, dass das toll ist, aber es ist für uns quasi, ja, ich hätte es fast gesagt, zu viel Luxus. Und mit Luxus meine ich nicht die Funktion des Fahrzeugs, sondern mit Luxus meine ich den Platz, also diese schiere Größe des Fahrzeugs. So. Also zum einen war es so, dass uns eben die schiere Größe so ein bisschen behindert hat, uns unseren Urlaubsstil so zu machen, wie wir das ja vom Kastenwagen und vom Bulli gewohnt waren. Und andersrum war es eben so, dass wir ja ein Stück weit auch bequemer geworden sind. Und wir haben für uns festgestellt, irgendwie, weißt du, dann ist das, wir haben so einen Amazon Fire Stick, so. Und wenn du dann Fernsehen guckst oder der Fernseher ist mal auf Pause, dann laufen immer so Urlaubsbilder durch. Und da sind ganz oft Bilder gewesen vom Kastenwagen und wir haben immer gedacht, so, boah, das war schon schön, ne? Was ist denn heute eigentlich anders? Und anders ist tatsächlich diese Größe, der Komfort des Fahrzeugs. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, das große Fahrzeug, das große Wohnmobil wieder zu verkaufen. Ja, und nun ist es so, wir haben dann angefangen, das Fahrzeug auszuräumen. Also der eine oder die andere hat das ja mitbekommen, ne? Wir haben es dann eingestellt. Ich habe hier auch auf YouTube und Instagram aufgerufen, nach Interessenten. Und ja, dann haben wir halt angefangen, das Auto auszuräumen. Und ich sage euch, da ist uns erstmal klar geworden, was hier los ist. Du merkst schon, irgendwie ist es voll geworden in dem Auto. Und das ist uns auch aufgefallen, als wir es ausgeräumt haben. Was wir hier an Zeug rausgeräumt haben, wirklich Kisten über Kisten, sodass ich zwischendurch gesagt habe, ich muss mal zum Baumarkt fahren, neue Kisten kaufen, weil alles voll war. Du neigst in so einem großen Fahrzeug natürlich dazu, die Karre, ich sag's mal auf Deutsch, zuzumüllen. Und das ist natürlich auch gefährlich, ne? Also du bist da schon schnell dabei, viel Zeug mitzunehmen. Und da waren jetzt viele Sachen dabei, die wir ausgeräumt haben und gesagt haben, ach guck mal, das haben wir ja auch noch mitgehabt. Wir hatten zwei große Tische mit, zwei Teppiche, diverse Tarnnetze, Segel, Zelte, ein Zelt fürs Hund, für die Hunde. Also die Heckgarage komplett voll. So dass der Udo von den Waldhelden hat irgendwann mal gesagt, naja, festschnallen musst du deine Fahrräder ja nicht mehr, kann ja nichts umkippen, ist ja alles voll. Für uns geht die Reise mit einem Kastenwagen weiter. Und was das für einer werden wird, da gab es jetzt schon die ersten Vermutungen, was es werden wird. Ich kann es euch sagen, es wird unvernünftig, aber dafür unpraktisch. Und wir werden unter 6 Meter sein. So, und alles andere werde ich euch auf dem Laufenden halten. Aber jetzt geht es erstmal darum, dieses Fahrzeug zu verkaufen. Drückt mir mal die Daumen, dass das funktioniert und dass das alles so läuft, wie wir alle uns das vorstellen. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, es war für uns mega geil, habe ich geil gesagt, dieses Fahrzeug zu fahren. Wir haben richtig Spaß gehabt in den 2 Jahren, in den 2 Sommern, die wir mit dem Auto verbracht haben. Wir haben viele, viele tolle Erlebnisse mitgenommen und es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, ist das alles nervig. Ganz im Gegenteil, wir haben das wirklich sehr genossen. Alleine was du an Autarkmöglichkeiten hast in so einem Auto, ja. Klesana-Einbau, problemlos möglich. Lithium, hier sind 200 Amperestunden drin, da gehen auch 500 rein. Wir haben 720 Watt Solar auf dem Dach. Max-Fan, das sind halt alles Sachen, das wirst du im Kastenwagen in unserer Form der Reisegruppe mit 2 Erwachsenen und einem Teenager, wird das so natürlich nicht mehr sein. Also wir müssen da zurückstecken, ne? Natürlich werde ich versuchen, den auch wieder so autark wie möglich hinzukriegen, aber es wird nicht mehr so einfach sein. Das heißt, 700 Watt Solar auf einem 6 Meter Kastenwagen, das geht halt einfach schon mal nicht, ne? Und schon gar nicht, wenn da ein Schlafdach drauf ist, was wir nun mal brauchen. Also ihr merkt schon, es ist irgendwie für uns, jetzt geht viel zurück. Wir werden jetzt auch die Sachen, die wir hier alle rausgeräumt haben, alle nochmal durchschauen und uns überlegen, muss das wirklich mit? Brauchen wir das?
Weil die Antwort muss bei jedem zweiten Teil sein, nein, das fährt nicht mehr mit, weil da gar kein Platz mehr dafür da ist. Also es ist jetzt schon irgendwie eine harte Reduktion, die da auf uns zukommt. Aber wir wollen das eben so, um uns selber so ein bisschen auch aus dieser, ja, Komfortzone wieder rauszuholen. Aus dieser Komfortzone zu sagen, wir haben so ein großes Fahrzeug, brauchst du eigentlich nicht mehr aussteigen. So, und jetzt habe ich irgendwann mal drüber gelästert, ne, dass der ein oder andere Morello-Fahrer, der eine oder die andere Morello-Fahrerin, dass die nicht aus ihrem Fahrzeug aussteigen. Und ich verstehe das jetzt, weil je größer das Fahrzeug wird, je komfortabler das Fahrzeug wird, desto weniger steigst du eben aus. Du verbringst die Zeit in diesem Fahrzeug und dafür hast du es ja ehrlicherweise auch gekauft. So. Wie gesagt, bei uns wird es kleiner werden. Wir werden uns selber wieder dazu zwingen, mehr Zeit draußen zu verbringen, uns zu reduzieren, was das Zeug angeht, und damit ein Fahrzeug zu haben, das deutlich kleiner ist, wendiger ist, das wahrscheinlich mehr unserem Urlaubsstyle, unserem Vacation-Style entspricht. Ja, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Jetzt geht es erstmal darum, dieses Auto hier zu verkaufen. Drückt mir die Daumen. Ja, und dann ging es auch los, und zwar als erstes mit einer Fahrt zum TÜV, denn der Nils und Ricarda wollten das Fahrzeug erst nochmal beim TÜV anschauen lassen. Das war natürlich überhaupt gar kein Problem. Und danach saß ich dann auch schon hinten. Da sind wir uns nämlich dann doch einig geworden. Ja, und dann einen Moment später, okay, wir haben erstmal ganz in Ruhe natürlich alles angeschaut und durchgeschaut. Ja, und dann Macht es gut, tschüss. kam tatsächlich schon der Moment, wo die beiden damit losgefahren sind. Ja, und damit ging für uns eine Ära zu Ende, nämlich die Ära des Alkoven-Campings. Zugegeben, schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ist das Wohnmobil verkauft? Ne? Jetzt bin ich quasi der einzige Camping-YouTuber ohne Wohnmobil oder was? Nee, nicht so ganz. Ja, was soll ich sagen? Also es ist tatsächlich ein komisches Gefühl, im Moment kein Wohnmobil vor der Tür stehen zu haben, aber das wird sich schon bald ändern. Der eine oder die andere von euch haben das ja schon mitbekommen. Wir sind uns hier quasi handelseinig geworden. Ihr habt das vielleicht schon gesehen, ein paar Videos. Eigentlich, also gedacht war es eigentlich nicht. Ich war bei Philipp von Gümer und wollte da Videos machen und ja, wie das dann immer so ist, ne? Naja, am Ende des Tages gab es dann hier so einen Brief. Und in dem Brief steht drin: Heute erhalten Sie beigefügt folgende Dokumente zu Ihrem neuen Fahrzeug: Eine verbindliche Auftragsbestätigung, eine Bestellung in Kopie und ein Infoblatt zum weiteren Verkauf. Und das Infoblatt zum weiteren Verlauf, das muss ich euch mal zeigen. Mega schön. Sieht nämlich so aus. So, und jetzt fangen schon wieder alle an zu nörgeln. Ich weiß so, ja, das ist doch alles Werbung. Übrigens hier auf dem Hintergrund, ne? Guck mal, auf der Rückseite haben sie auch, sind so QR-Codes drauf, wo du dann, also finde ich für Einsteiger total geil, Markisen-Tutorial, Wasser-Tutorial, Abwasser-Tutorial, da wird also alles erklärt, wie man mit so einem Auto umgeht. Naja, vielleicht weiß ich das schon. So, und wenn ich das jetzt hier schon in die Luft gehalten habe, da kommen jetzt alle schon wieder an und sagen: Oh, du bist gekauft worden, ne? Ja, stimmt. Von meiner Tochter vielleicht, aber nee, nicht von Gümer. Ja, so einfach ist es. Punkt. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also, ich muss genau wie jeder andere auch mein Auto auch kaufen. Deshalb steht hier ja auch Auftragsbestätigung und Kopie des Kaufvertrages, nicht wahr? Also, es ist nicht so, dass ich hier irgendwas geschenkt bekommen habe. Wieso eigentlich nicht? Spoiler vorab, nein, ich werde jetzt nicht sagen, was für ein Fahrzeug wird. Das werdet ihr schon früh genug sehen. Ihr dürft trotzdem gerne Tipps abgeben und es gibt hier folgenden Spoiler schon mal vorab. Wir werden unter 6 Meter sein. Es wird ein Fahrzeug sein, das unvernünftig ist, dafür aber unpraktisch. Und ja, das sollte es eigentlich für den Moment schon mal gewesen sein. Das Auto ist auch schon da, steht in Wertheim. Bei der Firma Gümer. Ja, jetzt geht es ja noch so ein paar Formalitäten. Ich muss, glaube ich, noch ein paar Euro überweisen und dann
bekomme ich hoffentlich die Papiere zugeschickt, kann dann zur Anmeldestelle laufen und mein Fahrzeug anmelden. Und wenn ich dann die Nummernschilder in der Hand habe, dann sause ich nach Wertheim und werde mein neues Auto abholen. So, und da werde ich euch natürlich mitnehmen und dann werde ich euch das auch irgendwann mal in Ruhe zeigen. So sieht's aus. Bis dahin dürft ihr euch hier die Finger wund tippen. Genau. Also ihr seht schon, es wird kein MLT. Warum wohl nicht? Woran kann das liegen? Man weiß es nicht. So, ich sage jetzt erstmal schon auf Wiedersehen, trinke hier meinen Kaffee. Dankeschön, Dankeschön. Bleibt dran, ihr werdet es ganz, ganz bald rausfinden, was es wird.